Dann darf ich alle hier recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass so viele Medienvertreter hier in die Armin Wolf Baseball Arena gekommen sind, um sich zu informieren, was gibt es Neues bei den Legionären, was steht an in der Saison und natürlich auch dabei zu sein, wenn wir sehr stolz und sehr froh verkünden dürfen, dass die Kooperation, die jetzt schon über mehr als ein Jahrzehnt mit Buchbinder geht, in die Verlängerung geht. Und darum freut mich auch ganz besonders, dass hier neben mir Ralf Wilke sitzt, unser erster Ansprechpartner bei Buchbinder und unser verlässlichster Sponsor, den wir haben. Herzlich willkommen. Ja, was ist alles so passiert im letzten Jahr? Das letzte Jahr ist im Zeichen des Umzugs gestanden. Das heißt, wir haben sehr viele Änderungen gehabt. Abläufe haben sich geändert, Strukturen haben sich geändert. Und für uns war es eine große Herausforderung, zu Saisonbeginn mit dem Umzug, Internat, Büro, alle Dinge einfach wieder neu zu ordnen. Ich denke, es ist uns ganz gut gelungen. Wir haben hier auch das Beach House etabliert, in dem wir jetzt hier sitzen, und geschafft, das Internat, Beach House, der Verwaltungsbetrieb, Spielbetrieb, die restlichen Veranstaltungen im Stadion hier wirklich reibungslos wieder funktionieren können. Und sind ganz froh, dass wir jetzt ins neue Jahr etwas ruhiger starten können und uns wieder auf das wirklich zu 100% konzentrieren können, worum es uns allen geht, nämlich den Sport und das Sportliche. Im letzten Jahr haben wir auf den ersten Blick natürlich das Finale verloren, aber ich denke, es war trotzdem ein rundum erfolgreiches Jahr, denn vor uns hat es noch nie irgendein Verein geschafft, in wirklich allen Altersstufen im Baseball, das heißt Schülerdeutsche Meisterschaft, Jugenddeutsche Meisterschaft, Juniorendeutsche Meisterschaft und Herrendeutsche Meisterschaft im Finale zu stehen. Es hat dann leider nur mit den Junioren geklappt, also wir sind deutscher Juniorenmeister und in allen anderen Altersklassen deutscher Vizemeister, aber in der Gesamtheit ist es eine Leistung, die uns bisher noch keiner vorgemacht hat und wahrscheinlich auch so schnell keiner nachmachen wird. Von daher sind wir im Baseballbereich auch sehr stolz über das Erreichte, und im Softballbereich bei den Damen haben wir geschafft, wieder ins Oberhaus aufzusteigen. Das heißt, 2000 haben wir ein kurzes Gastspiel dort gegeben. Jetzt sind wir im Jahr 2017 auch wieder im Oberhaus. Für 2017 hat es bei uns noch eine einschneidende Änderung gegeben, die wir durchaus positiv sehen, auch wenn wir natürlich bedauern, dass der Martin Brunner, der ja die Legionäre und die Entwicklung der Legionäre seit 1998 ganz maßgeblich als sportlicher Leiter geprägt hat, er hat immer die Impulse gegeben, sei es die Gründung des Sportinternats 2002, gewesen oder die sportliche Konzeption des Gesamtvereins. Es war immer der Martin Brunner, der da ganz vorn dabei war. Darum ist es natürlich zum einen schmerzlich, dass er uns jetzt nicht mehr komplett zur Verfügung steht, aber er ist nach wie vor hier in Regensburg, er ist auch nach wie vor hier im Gebäude. Allerdings steht an seiner Tür jetzt ein neuer Name, nämlich Major League Baseball, und das macht uns natürlich sehr stolz, dass der Martin jetzt Koordinator Baseball Operations in Europa von Major League Baseball ist. Für ihn ist es ein Riesensprung nach vorne und für uns wird es mit Sicherheit auch nicht von Nachteil sein, weil für uns Major League Baseball ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste sportliche Partner ist. Major League Baseball unterstützt das Internat, unterstützt die Schüler mit Stipendien, unterstützt Trainer, die hier vor Ort sind. Erst jetzt, gerade im Moment, sind wieder zwei angesehene Trainer aus USA angekommen, Martin Brunner. Also es wird sicherlich nicht zu unserem Nachteil sein, insbesondere da wir, denke ich, mit unseren Trainern auch wirklich sehr gut aufgestellt sind. Rechts von mir sitzt Kai Gronauer, der letztes Jahr zunächst ja als Interimscoach übernommen hat. Er hat uns dann so überzeugt, sowohl auf dem Feld als auch uns vom Vorstand her mit der Arbeit drumherum, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt mit dem Kai weiterarbeiten als Head Coach.
Der Kai hat uns glücklicherweise dann auch zugesagt und sagt, er ist bereit, die Aufgabe zu übernehmen und wird uns jetzt dann gleich im Anschluss vorstellen, was so seine Erwartungen sind und was uns erwartet sportlich in der Saison. Zwei kleine Highlights möchte ich auch noch voranstellen. Zum einen heute das erste Mal wieder hier bei uns auf der Anlage der Mike Bolsenbrück. Wer es verfolgt hat, ist mit der holländischen Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic sehr erfolgreich gewesen. Sie waren im Halbfinale des größten Turniers in der Welt, die Weltmeisterschaft, und hat dort auch sehr gut gespielt, hat die Farben von Holland, aber natürlich auch die Farben von Regensburg vertreten. Da sind wir sehr stolz, dass er das geschafft hat. Und wer auch Furore macht, jetzt auch schon wieder im Springtraining, der Max Kepler, wer die Sportschau am Wochenende gesehen hat, da hatte er einen sehr ausführlichen Bericht. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Wenn es heißt, Max Kepler ist das meistverkaufte Trikot im Springtraining, dann lässt es noch etliches erwarten und hoffen. Ja, so viel jetzt mal vorweg von meiner Seite, was das Drumherum betrifft. Ich leite zum Kai über, denn ich denke, die meisten oder fast alle sind hier, um zu fragen und zu sehen, was ist sportlich geboten in dem Jahr, wo entwickeln wir uns hin, was sind die Ziele von unserem Trainerstab, den der Kai dann auch noch entsprechend vorstellt. Wir haben mit ihm zusammen jetzt die Geschicke der Bundesliga-Mannschaft und des Leistungssportkaders darunter leitet. Danke, Arne. Danke, dass so viele Leute gekommen sind. Ich fange direkt da an, wo der Armin jetzt gerade aufgehört hat, denke ich mal, bei den Trainern. Auch wenn der Armin es nicht so als Nachteil ansieht, dass der Martin jetzt nicht mehr helfen kann, das ist natürlich schon ein bisschen Trainer-Input, der dann jetzt natürlich fehlt. Aber nichtsdestotrotz, das, was der Martin machen kann, macht er auch weiterhin für uns. Wie gesagt, auf dem Feld fehlt er uns natürlich, tolle Arbeit geleistet, nicht nur was den Aufbau angeht vom Internat, von auch der Bundesliga-Mannschaft, sondern auch alles, was man hier so sieht mit den Feldern und so, da hat der Martin tolle Arbeit geleistet. Tut natürlich schon ein bisschen weh, nichtsdestotrotz mit dem Paco Garcia haben wir einen tollen Ersatz gefunden, was das Sportliche angeht. Da bin ich sehr froh, dass er wieder nach Regensburg gekommen ist. Der Stefan Müller ist weiterhin mit dabei. Der ist auch mein erster Ansprechpartner, wenn es um den Nachwuchs geht, um die zweite Bundesligamannschaft geht. Und dann auch der Kevin König, der sich um die Jugendmannschaft im Leistungssportkonzept kümmert, ist auch immer sehr gut, mit ihm sich auszutauschen. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn ich jetzt so ein bisschen übergehe zu unserem Konzept, zu unserer Spielphilosophie. Wir bilden tolle Nachwuchsspieler hier aus. Und es wäre natürlich schade, wenn wir Leute von außerhalb dazu holen, die dann den Jungs die Spielzeit wegnehmen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir, auch wenn sie ein bisschen jünger ist, die Truppe, dass wir die Jungs, die wir hier ausgebildet haben, die wir auch noch ausbilden, das ist ja ein fortlaufender Prozess, wo wir dran sind, dass wir denen auch die Zeit geben werden, sich zu entwickeln. Ich habe das auch in dem Media Guide gesagt. Das ist natürlich, das kann man nicht kompensieren, wenn drei Leistungsträger auf einmal nicht mehr dabei sind. Erfahrene Bundesligaspieler, Nationalmannschaftserfahrung, teilweise Profierfahrung. Das kann man nicht mal eben auffangen. Nichtsdestotrotz, die Jungs standen auch mal an einem Punkt in ihrer Karriere, wo sie die Chance bekommen haben zu spielen. Sie konnten sich beweisen und das würde ich dann jetzt auch gerne von denen, die nachkommen, sehen. Ja, es ist eine Chance für die zu spielen und wir haben sie verdient und die können sie jetzt nutzen. Was jetzt konkret die Saison angeht, ich weiß genauso viel wie alle, die hier im Raum sitzen. Ich kann es nicht voraussagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir natürlich in die Playoffs wollen und dass es auch ein Prozess ist, dass wir zu den Playoffs hin uns immer stetig weiterentwickeln, dass wir immer besser werden
um dann in den Playoffs natürlich das Bestmögliche zu geben, zu zeigen und dann auch hoffentlich ins Finale zu kommen und in die Deutsche Meisterschaft wieder zu spielen. Die letzten beiden Jahre, wo ich hier war, da wurde die Deutsche Meisterschaft immer hier auf dem Platz ausgetragen und das möchte ich auch so beibehalten. Und das ist jetzt nicht irgendwie salopp so dahergesagt, dass ich das gerne würde und alles. Ich sehe das auch konkret, dass das möglich ist. Es wird nicht einfach, das wissen die Jungs selber, das weiß der Verein. Das kann man einfach auch so von außerhalb sehen, dass es nicht einfach wird für uns. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir das Potenzial dazu haben, wieder ins Finale zu kommen und die Deutsche Meisterschaft zu spielen. Ansonsten, wir hatten jetzt eine sehr gute Vorbereitung. Wir haben einen guten Trip nach Berlin als Wochenendtrip gehabt und kommen jetzt gerade gestern zurückgekommen aus Brünn, wo wir gegen den Serienmeister zwei Spiele gespielt haben. Und da lässt sich auch schon diese Progression so ein bisschen absehen. Also Berlin war noch natürlich das erste Mal, wo wir draußen waren auf dem Feld, nicht den besten Wetterbedingungen. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, da uns stetig zu verbessern, auch in sehr kleinen Schritten, aber es hat funktioniert. Und genau dasselbe konnte ich jetzt nochmal in Brünn sehen von der Mannschaft. Samstag war noch sehr viel Verbesserungspotenzial, sage ich jetzt mal. Und Sonntag konnten wir direkt den Schalter umlegen und waren auf einmal wirklich im Spiel, konzentriert bei der Sache. Sehr gute Offensivleistung, gutes Pitching gehabt, bis auf ein Inning. Und ich glaube, wenn wir jetzt in einer regulären Saison sind, dann werde ich da auch Mittel und Wege finden, dass wir halt nicht 5 Punkte mal in den Hintern bekommen oder so. Leider ist es im Moment so, dass natürlich auch die Vorbereitung ein bisschen kräftezehrend ist, auch spielerzehrend teilweise. Also wir haben da noch einen Daniel Mendelsohn, Marcel Menes, ein paar angeschlagene Spieler. Da weiß ich nicht, ob es reicht jetzt bis Mannheim, ob die bis dahin wieder fit sind. Allerdings haben wir natürlich den Mike Rosenbrock wieder da. Das ist natürlich dann wieder ein Riesenbonus. Und von daher, wenn die Jungs dann wieder zur Mannschaft stoßen, vielleicht werden sie fit zum Wochenende, werden wir auch eine sehr schlagkräftige und gut vorbereitete Truppe in Mannheim sehen. Zum Eurocup, da freue ich mich sehr drauf. Ist natürlich immer schön, wenn man sich international vergleichen kann mit den besten Nationen. Wer mich kennt, der weiß, ich spiele nicht beim Eurocup mit, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich werde jeden Tag die beste Mannschaft ausstellen, die wir haben. Und ich will jedes Spiel da gewinnen. Ob es möglich ist, kann man nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn wir konzentriert pitchen, wenn wir gute Defense spielen und offensiv unsere Chancen nutzen, haben wir eine Chance, gegen jeden gut zu spielen und auch zu gewinnen. Die Verstärkung mit Eric Feint und Kevin Vance, die zum ZEP-Cup dann hoffentlich hier sind, werden uns nochmal ein bisschen mehr Tiefe geben im Bullpen und vom Starting-Pitching vielleicht auch. Beim Eric ist es natürlich schön, dass er seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Deutschland verschiebt und uns dann auch vielleicht, wenn er es zeitlich einrichten kann, im Nachwuchsbereich als Trainer zur Verfügung steht. Und beim Kevin war es halt so, der ist im Moment Trainer an einem College in Amerika und hätte den Matt gerne besucht in seiner Freizeit. Und dann hat der Matt mich gefragt, ob er nicht auch ein bisschen spielen könnte. Und wir waren gerade eher auf der Suche für eine Verstärkung, nur für den ZEP-Cup. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir da einen sehr erfahrenen, der auch Profi-Baseball gespielt hat, Pitcher noch zur Verfügung kriegen. Und deswegen. Normalerweise in der regulären Saison haben wir genug Pitching eigentlich da für zwei Bundesligaspiele an einem Wochenende. Aber wenn man beim ZEP-Cup auf einmal 5 Spiele in 6 Tagen ungefähr hat, dann wird es dann doch ein bisschen eng. Deswegen mussten wir da auf jeden Fall zusehen, dass wir uns verstärken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch sehr gutes Baseball spielen werden. Das war jetzt, ich rede nicht so gerne. Alleine und halte gerne so Monologe.
Deswegen, wenn jemand dann gleich noch Fragen hat oder so, ist mir lieber, wenn ich jetzt noch einen vom Pferd erzähle oder so. Dann machen wir gleich die erste Frage runter. Achso, jetzt direkt los. Hat jemand direkt an Kai gleich Fragen? Ja, genau. Es ist ja immer die Frage, wie geht man mit Talenten um? Gibt man denen besonders viel Einsatzzeit oder setzt man ihnen erfahrene Spieler vor, damit sie von denen lernen? Jetzt kommen ein paar Erfahrene dazu, aber erst später in der Saison. Warum nicht die Entscheidung, dass man von Saisonbeginn an vielleicht noch einen Erfahrenen dazu hat, von dem man lernen kann? Ja, das hat viel damit zu tun, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dass wir genug Spieler eigentlich da haben, auch erfahrene Spieler. Also es ist ja nicht so, als könnte man von Mike oder von Jonathan Eisenhut nichts lernen. Die haben ja Erfahrung ohne Ende. Der Daniel Mendelsohn, der Philipp Meyer, die wurden in den letzten Jahren ja schon richtig rangeführt. Die ganz jungen Spieler, die wir jetzt dabei haben vom Pitching, müsste ich mal überlegen, das wäre der David Brandl im Moment, obwohl der auch natürlich schon sehr viel Zweitbundesliga-Erfahrung hat. Der Michi Börl ist wieder bei uns im Kader, den wir aus der dritten Mannschaft geholt haben. Der war aber früher, so wie ich es gehört habe, da war ich noch nicht hier, eines der größten Pitching-Talente, die es in Deutschland gab zu seiner Zeit, als er Juniorenspieler war. Diese punktuelle Verstärkung zum ZEB Cup, die mussten wir einfach haben, was die Tiefe angeht. Ich habe die Jungs jetzt aber nicht geholt, weil sie Mentoren sein könnten oder so für unsere jüngeren Spieler, weil da haben wir einfach mit dem Paco Garcia auch jetzt einen super erfahrenen Trainer geholt. Der Mike ist auch immer mit Rat und Tat bei der Sache. Vom Jonathan kann man sehr viel lernen, deswegen sind die Spieler, die dazukommen, jetzt nicht unbedingt Verstärkungen fürs Aufbauprogramm in der ersten Bundesliga-Mannschaft. Du hast ja gesagt, die Leistungslinie, die weggegangen sind, wird man so nicht auffangen können. Aber es gibt schon eine Entwicklung in der Mannschaft, auch vielleicht offensiv in der Hierarchie, dass da jemand vorgibt, der vielleicht die Rolle am besten einnehmen sollte. Oder ja, wir haben ja zum Glück nicht alles verloren, was wir an Schlagkraft haben. Der Mike Ehmke, der Matt Vance, die werden das Herz unserer Lineup offensiv bilden. Ich habe super Ansätze, haben wir letztes Jahr schon gesehen, von Nino Sakasa. Der hat jetzt in der Vorbereitung wieder super Spiele geliefert, was die Offensive angeht. Defensiv auch, aber wir reden jetzt ein bisschen über Offensive. Von Marcel Jimenez erwarte ich mir einen Riesensprung dieses Jahr. Das ist auch ein Spieler, der letztes Jahr eingeladen wurde zur Nationalmannschaft. Da weiß man also, da kommt die nächsten Jahre was. Muss man jetzt natürlich ein bisschen abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz haben wir da über diesen Kreis schon Erfahrung aus dem letzten Jahr und auch großes Potenzial, also die können das alle. Die jetzt von der Schlagkraft noch ein bisschen brauchen, aber trotzdem glaube ich sehr viel Potenzial haben, ist zum Beispiel ein Jonathan Heiner. Der hat die letzten Jahre nicht viel gespielt, auch spielen können, weil er ein bisschen verletzt war. Nichtsdestotrotz ist er so ein bisschen so ein Käfer in der Mannschaft. Der ist einer der kräftigsten Jungs, die wir haben. Der kann das, der braucht halt jetzt die Spielerfahrung. Der muss mehr Spiele spielen, dass es halt eine gewisse Konstanz in seine Leistung bringt. Und über diese Schiene, wenn wir dann noch ein paar Jungs dabei haben, die so einfach ein bisschen dreckig sein können, die mal einen Pitcher ein bisschen zur Verzweiflung bringen, haben wir da, glaube ich, dann doch einen ganz guten Mix. Ja, die gleiche Frage vielleicht auch Richtung Pitching dann. Also Mike ist als Starter wahrscheinlich gesetzt. Gibt es dann schon Gedankenspiele über den etatmäßigen zweiten Starter oder wird es durchgewechselt? Ja, ich hab jetzt in der Vorbereitung ein bisschen Talentshow-mäßig natürlich jeden mal starten lassen, um zu sehen, wer wirklich dafür in Frage kommt. Das kamen für mich alle in Frage natürlich. Im Moment leider auch wegen den Verletzungen von Daniel sieht es halt so aus, als würde ich den Jonathan als Starting Pitcher für das erste Spiel benutzen. Einsetzen. Das ist komisch. Und der Mike wird dann den Großteil der zweiten Spieler, wo die Ausländer dann pitchen dürfen, wird er werfen. Aber potenziell kann es auch sein, dass der Philipp Meyer anfängt zu starten mal gegen eine Mannschaft. Ich werde da auch ein bisschen rumrotieren, damit ich die Jungs nicht zu sehr belaste.
Bei Michi Wörl ist noch ein bisschen Fragezeichen, wie der Arm hält, weil es gibt natürlich auch einen Grund, warum er früher mal ein großes Talent war und jetzt so ein bisschen abgerutscht war die letzten Jahre. Der hatte eine riesen Schulterverletzung, eine riesen Schulter-OP. Den haben wir jetzt versucht, über das Wintertraining vernünftig aufzubauen. Wir sind jetzt leider durch das Wetter konnten wir ja noch nicht sehr oft auf den Platz gehen. Deswegen fangen wir jetzt gerade erst an, ein bisschen die Distanzen zu verlängern, was die Würfe angeht. Da müssen wir halt sehen, wie es hält. Ich habe aber tolle Ansätze gesehen vom Pitching her in Berlin und auch in Brünn. War einer der besseren auf jeden Fall, was die Leistung angeht. Also ich werde ein bisschen durchrotieren auch mal. Aber natürlich jetzt nicht auf Kosten von irgendwie Spielen, die man gewinnen muss oder so. Keine sind die stärksten Konkurrenten in der Liga? Heidenheim zählt auf jeden Fall wieder zu den Top-Favoriten. Ich glaube auch Mannheim wird oben mitspielen. Die haben sich sehr gut verstärkt, was Spieler und Trainer angeht. Martin Hölmich ist natürlich wieder jemand da, der sich sehr gut auskennt im deutschen Baseball. Der weiß, wie man gewinnt. Muss man hier gleich keinem sagen. Die werden bestimmt eine gute Truppe an den Start bringen. Mainz weiß ich jetzt noch nicht genau, wie es aussehen wird. Wir haben jetzt noch einen Trainer verloren und von den Spielern her ein paar Abgänge gehabt. Muss man ein bisschen abwarten. Darf ich uns dazu zählen? Also ich möchte uns da nicht vergessen. Ne? Also ich glaube natürlich auch, dass wir das Potenzial haben, ganz oben mitzuspielen. Und ansonsten, ja, es war bis jetzt immer eine sehr ausgeglichene Liga. Die Haarer werden bestimmt wieder eine sehr gute Mannschaft dabei haben. Stuttgart kann auch sehr gut spielen. Saarlouis weiß ich noch nicht genau, was mich da erwartet. Ich habe natürlich letztes Jahr ein paar Zweitligaspiele gesehen, wo Saarlouis da war. Müssen wir halt einfach mal abwarten, vor allem auch was die Verstärkungen im Ausländerbereich angeht. Dann schauen wir mal. Also nach der Hälfte der Saison ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher zu sagen, wer dann wirklich ganz oben mitspielen kann. Als kleine Ergänzung noch, es gibt ja in der Saison erstmals einen ein bisschen geänderten Spielmodus mit der Winterleague-Runde. Das heißt, zu den vom Kai genannten werden auch schon vor den Playoffs Nordvereine bei uns hier in der Armin Wolfe Arena zu Gast sein. Das heißt, wir spielen wie gehabt die Hauptrunde mit vier Spielen gegen jeden Gegner. Und dann gibt es eine Interleague-Runde mit den ersten vier Teams aus dem Süden und den ersten vier Teams aus dem Norden. Wobei alle Spiele aus der eigenen Liga, also unsere Spiele gegen die Südgegner, mitgenommen werden in die Interleague-Runde. Und wir dann jeweils zwei Auswärtsspiele und zwei Heimspiele gegen ein Team haben. Andersrum. Gegen jedes der Nordteams haben wir entweder zwei Auswärtsspiele oder zwei Heimspiele. Das heißt, wir werden zwei Nordteams hier bei uns sehen und werden zweimal in den Norden fahren. Und dann gibt es wie gehabt die Playoffs. Ansonsten in der Saison noch Mitte des Jahres, wir sehen es ja hinter uns, 30 Jahre Baseball seit 1987, wir werden auch in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum feiern. Der Dieter Ondracek, mein Vorstandskollege, ist da ganz tief in den Planungen schon drin. Es wird am Wochenende dem Bad Homburg-Wochenende wird Spiele mit Veteranen geben, so die Gründermannschaft und ein All-Star-Team gegen Gegner, die wir so im Laufe der Jahre hier in Regensburg sehen durften. Also wird ein ganz interessantes Programm werden, aber dazu dann zu gegebener Zeit noch mehr. Ich wusste aber nur diese Frage. Im März 87 war ein Spieler geworden. Mit der SED. Genau, also von daher. Ich denke, kaum einer hat damals erwartet, was aus uns wird und wo wir heute stehen. Der Jochen Bender, damals Gründungsmitglied, heute Präsident vom Bayerischen Baseball- und Softballverband, hat es am Wochenende auch so schön gesagt.
Weil am Wochenende war Baseball Deutschland zu Gast hier, also alle Landesverbandspräsidenten und der Deutsche Baseballverband bei der Bundesversammlung. Und er hat gesagt, wenn mir das eine erzählt hätte, ich hätte ihn sofort irgendwo in die Anstalt eingewiesen, aber geglaubt hätte ich ihm nicht. Ich denke, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen, was wir hier in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Unter anderem auch, und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir nicht nur ein Top-Team in der Bundesliga auf den Platz stellen, sondern dass wir im Nachwuchsbereich ganz konstante und gute Arbeit leisten und auch bei den Damen, die, ich habe es anfangs erwähnt, den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben letztes Jahr unter der Führung von Markus Brunner, der seit Jahren jetzt darauf hingearbeitet hat und ganz konsequent unsere Mädels, wie wir so schön sagen, in die Bundesliga geführt hat. Markus, was erwartet uns in dem Jahr? Wie sieht es sportlich aus? Was sind so die Ziele? Genau. Es freut mich sehr, Ihnen was über Softball erklären und mitgeben zu dürfen. Der Damensport bei uns wird mit dem Sportgerät hier gespielt. Ist etwas größer als der Baseball. Die Bundesliga ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem, wie wir uns entwickelt haben. Seit 2010 kümmere ich mich um die Damen hier in Regensburg. Wir haben als erstes eine U16 als Nachwuchsmannschaft auf die Beine gestellt und gleich darauf folgende U13. Haben die ersten deutschen Meisterschaften eingefahren in 2014 und 2015 mit den U16-Mädels. In 2016 wurden dann die Damen Landesligameister und auch der bayerische Vizemeister, der eigentlich jetzt dazu uns bringt, dass wir aufsteigen in die Bundesliga. Neben den Mädels, die sich in den Teams da beschäftigen, haben wir auch solche Talente, die in den verschiedenen Bayern-Auswahlen zum Einsatz kommen und mit den besten Mädels aus Bayern spielen können. Und die U16-Nationalmannschaft wird auch von Dreiern unseren Mädels besucht und entsprechend unterstützt. Die Gründe für die Bundesliga, wie gesagt, 2000 gab es schon mal ein Team, da wollen wir wieder hin. Die kontinuierliche Entwicklung, die wir gehabt haben, einfach die sportlichen Möglichkeiten der Mädels zu erweitern und zu unterstützen, sind eigentlich der Ausschlag für diese Sache. Der Fokus auf den Nachwuchs, die Integration der Spielerinnen, die Lust haben, an dem Sport mitzumachen, das hat dann zu den Erfolgen geführt, die begründet sind auf den Teamgeist, den alle an den Tag legen. Die haben so viel Spaß und haben so einen riesen Zusammenhalt, dass der Weg durch die Bayernliga, der Verbleib in der Liga und dann der Vizemeistertitel eigentlich jetzt dazu führt. Die Aufteilung der Bundesliga ist wieder Nord und Süd. Das war letztes Jahr auch der Fall. Wir haben Glück mit unseren Gegnern. Die kommen aus Stuttgart, aus Karlsruhe, Augsburg, München, Haar und Freising. Das bedeutet also, die Wege sind nicht ganz so weit zum Fahren. Die Nordgruppe besteht aus Hamburg, Neunkirchen und Wesseling, das bei Köln liegt, und der amtierende Meister Mannheim. Im Moment sind im Kader 13 Damen, die jüngste davon ist 16 Jahre alt. Die sind hochmotiviert, sind seit November letzten Jahres im Training, 2 bis 3 Mal die Woche. Die Trainerin ist die Bianca Merkel. Das für Regensburg Legionäre eigentlich ein bekanntes Urgestein ist im Softball. Sie spielt schon eigentlich seit es die ersten Damenteams gibt. Warum sind wir in der Bundesliga? Eigentlich, weil das Team gesagt hat, wir wollen. Es ist also eine reine Teamentscheidung, die neue Herausforderung, sich mit den besten deutschen Teams zu messen und sich dadurch einfach weiterzuentwickeln. Sie wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, aber sie freuen sich drauf. Die ersten Spiele sind am 9. April gegen Augsburg und am 23. April gegen Freising, jeweils auswärts. Und das erste Heimspiel ist am 30. April gegen Haar. Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen. Am Sonntag haben wir das erste Trainingsspiel durchgeführt, voller Erfolg, und haben also das Wintertraining damit abgeschlossen.
und erfolgreich im Freien angekommen. Ich glaube, ich kann sagen, wir sind ready to go. Gibt's an der Stelle gleich Fragen an den Markus? Weil dann wird man die zweite Fragerunde anschließen. Dankeschön. Wenn keine Fragen da sind, also alle, die vielleicht hier vorne sitzen, stehen natürlich auch nachher für Einzelfragen zur Verfügung und Interviews. Aber wenn da jetzt keine mehr ist, komme ich zu einem sehr erfreulichen Part der Pressekonferenz heute. Ich freue mich sehr, dass wir die sehr, sehr gute und langfristige Zusammenarbeit mit Buchbinder, der nicht nur unser Namensgeber ist, sondern einfach Partner, auf den man sich verlassen kann, der uns mobil macht, egal welche Veranstaltung das bisher hier in der Armin-Wolf-Arena war, ob Weltmeisterschaft, ob Weltbaseball-Classic, ob jetzt Eurocup in diesem Jahr. Wenn wir zu Buchbinder gehen und sagen, wir haben hier was, eine große Veranstaltung, wie schaut es aus, seid ihr dabei oder nicht? Ich kann mich nicht erinnern, Raul, dass bisher einmal die Antwort gekommen wäre, nein, ist nicht interessant für uns. Und das macht, denke ich, auch die gute Zusammenarbeit aus, dass man, wenn man mit guten Ideen kommt und Veranstaltungen die Chance einfach bekommt, die an Land zu ziehen, dass man sich darauf verlassen kann, eine Unterstützung zu bekommen und da ein wirklich inzwischen sehr vertrauensvolles Verhältnis ist. Aber ich will jetzt dem Raul auch mal Gelegenheit geben, aus seiner Sicht zu sagen, ich hoffe, es ist nicht was ganz anderes, was du jetzt sagst. Nee, sicher nicht. Wir halten uns gegenseitig in Bewegung. Ja? Wir stehen für Mobilität als Buchbinder Autovermietung und ja, der Kontakt zu den Buchbinder Legionären, der ist jetzt wirklich schon viele, viele Jahre alt. Wie gesagt, 12 Jahre sind wir Namenssponsor, ja, ist das richtig? Aber ich glaube, die Zusammenarbeit ist schon mindestens 20 Jahre alt. Sie basiert einfach auf ein kameradschaftliches, offenes und ehrliches Verhältnis zu allen Leuten, die hier in dem Stadion sind. Das fängt bei den Funktionären natürlich an, bei den Vorständen. Es geht über alle Trainer hinweg, die der Verein bisher hatte, bis hin zu den Spielern und allen Leuten, die hier unterstützen, auch über den Sport hinaus. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn es mal wirklich brennt und wir bräuchten 2-3 Leute mit dem Führerschein, der Armin und sein Team hat sicherlich jemanden, der uns dort hilft, auch noch ein paar Autos von A nach B zu bewegen. Aber das sind die einfachen, die kleinen Sachen. Insgesamt sehen wir die Legionäre wirklich als einen erstklassigen Botschafter für unsere Marke Buchbinder und das zu jedem Zeitpunkt der Zusammenarbeit in all den Jahren. Und deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir hier sitzen und selbstverständlich auch, dass wir den Vertrag verlängern. Danke. Sobi, gib mal ein paar Regieanweisungen, wie man das am besten Wer von der Vertragsunterzeichnung Fotos machen will, darf gerne nach vorne kommen. Also ich glaube auch ein Beispiel für die wirklich vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit ist die Kürze des Vertrages. Da hat zwei Seiten, obwohl sehr viel drinsteht, aber es steht wirklich das Entscheidende drin. Und wir können uns, denke ich, auch beide darauf verlassen, dass dann das, was da drin steht, auch entsprechend umgesetzt wird. Sie können sogar zwei Seiten unterschreiben. Genau, das ist dann hier offizieller Teil beendet, weil dann kann ich auch noch sagen, Essen steht auch schon auf dem Tresen, also gern auch schon hinausgehen. Wer hingreifen will, kann gerne hingreifen.
Ich denke, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Beach aus Kalifornien sein Beach, das da aufgetaucht ist.